Schweige, Fuchs. Oh Gott. Ja, ich will auch ein bisschen Spider-Man sehen. Vollbild. 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 Sonst machen die doch mal Vollbild. Ich hab Bock. Ich freue mich. Also euch allen viel Spaß da draußen. Nachher gibt's noch die Nachbesprechung von uns. Also bleibt einfach dran. Genau. Will sich denn so ein paar Fratzen angucken, die sich Trailer anschauen? Also ernst mal. Final Fantasy. Sieht voll Final Fantasy-mäßig aus, oder? Ja. Ach komm, lassen wir ja so. Scheiß drauf. Ja, das ist doch Final Fantasy. Final Fantasy ist das, ja. Ja. Shiva ist... Ist aber nicht 15. Chocobo, das ist doch Final Fantasy 16. Chocobo! Ah, jetzt mal so Vollbild. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Ich guck einfach so, hey, der geht ja weg. Aber die Twitch-Qualität ist besser. Ja, das kommt doch für die PS5 raus, ja. You should not be out of doors. We have discussed this. Come, Joshua. Your father will be expecting us. I am Joshua's shield. Ja, vielleicht machen sie das über Upgrades. Sieht aber aus wie das ATB-Kampfsystem, oder? Ja, Final Fantasy sieht auch gut aus. Final Fantasy 15 sah auch mega gut aus. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie da noch ein bisschen drüber arbeiten werden. Grafik. Glaube ich. Without the blessing of the Mother Crystal, we cannot defend our realm from the spread of the blight. Es ruckelt so ein bisschen bei mir. Nee, es ist schon Final Fantasy, aber die Crystals sind eigentlich schon vorbei. Do they really mean to invade us? Oh Gott! Komisch. Also ich habe da bei mir das Gefühl, das ruckelt immer so, das zieht immer so ein bisschen ein Frame nach. Ifrit, the legacy of the crystals. Ja, meine ich doch. Has shaped our history. Das habe ich aber immer nur per Twitter, bei YouTube. Da sieht man das, bei der Schrift sieht man das extrem. Die Schrift immer so ein Stück vorteleportiert wird. Nee. Bin bei YouTube. GameStar streamt nicht bei Twitch. 16. Wenn ich was Gemeines sagen darf, PlayStation Console Exclusive. Tja. Also, das heißt, also PC. On PC.
Aber wenn ich was sagen darf, ich fand, das sah nicht sehr next-genig aus. Ich habe gedacht, das wäre ein Remaster als erstes von ihm, das ist ein Remake oder so, aber... Spider-Man? Ja, Spider-Man. Hey! Dude, I am so filling your suit with snow. Are you still wearing your suit? Yeah, you know, just in case. It's gonna be fine. Ich wollte gerade in dem Moment, wo das hier von dem Gescripteten in Laufen übergeht, wollte ich gerade WASD drücken. Wollte gerade W drücken, damit er losläuft. In dem Moment. Weil ich gerade echt so im dachte, das wäre so Spiel. Voll Psycho. Ey, ich bin völlig Psycho im Moment. Da ruckelt es aber auch. Ey, keine Ahnung, was das ist im Moment. Similar skill sets, right? Rallying people, educating them, making sure they don't throw things. Gleich kommt ein Angriff, wetten. Und was greift er jetzt an? Hi, I'm Brian Horton, Creative Director at Insomniac Games. We're excited to show you this first look at gameplay from Marvel Spider-Man Miles Morales. Our story picks up 1 year after the events of the first game. Die Grafik ist aber bei die Qualität ist besser bei Twitch. Trouble brews while Miles' mom, Rio Morales, leads an election rally, a war between the devious energy corporation Roxxon and the underground. A high-tech criminal army led by the Tinkerer starts to break out. In this gameplay sequence, captured on PlayStation 5 hardware, the underground attacks Roxxon, sending the rally into chaos in a fight that spills onto the Braithwaite Bridge, where the underground tries to steal Roxxon's experimental energy source, Nuform. Let's take a look. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich bin in dieser Mike Morales Timeline gar nicht drin. Mike heißt ja Mike? Nee. Also ich bin in der Morales Timeline überhaupt nicht drin. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, wer die Bösewichte da sind. Miles Morales, danke. Mike, komm ich auf Mike? Ich... Tja, Spider-Man ist ja immer, oder ist es immer so mit diesen Doppelnamen, Peter Parker, JJJ, Mike Morales, Miles Morales. Ich weiß auch nicht, was er für Kräfte hat, weil das ich kenne ihn gar nicht, ich bin nicht in dieser Lore drin. Sie ist auf jeden Fall eine Frau. Was? Spider-Man ist aber auch interessant. Schön, dass sie beim Kampfsystem nichts geändert haben. Das hat mir bei Spider-Man so Spaß gemacht. Kann er sich nicht aber noch unsichtbar machen und so? Weil in dem Anime-Film, also in dem Film Spider-Verse da, konnte er sich auch unsichtbar machen. Ja, genau, siehst du? Ach Quatsch, nicht sorry. Alles gut, David, kann ja nämlich alles gefallen. Sicher? Weil in dem Film konnte er sich unsichtbar machen. Wie gesagt, ich bin da nicht drin. Ich werde mir mal die Comics anlesen. Ich habe ja diese Marvel-App mit den ganzen Comics. Werde ich mir mal ein bisschen reinlesen. Aber ist das aus dem Anzug, Vincent, oder ist das aus ihm heraus mit Elektroschocks? Yeah.
thank you. Man. Those people, they're trapped. Ich lese mir immer die Comics nochmal durch. Wie gesagt, ich bin außer Peter Parker, es gibt ja noch ganz viele andere Spider-Man, ne? Aber außer Peter Parker bin ich da gar nicht drin. Auch Spider-Woman und so, da bin ich. Aber sieht gut aus. Ist die gleiche Kampfmechanik wie im anderen Ass oder wie im Vorgänger. Lustigerweise hat er das Chaos ausgelöst, weil er den Trakt zum Explodieren gebracht hat. Ohne ihn wäre dieses Chaos gar nicht ausgebrochen. Holiday 2020 kommt dieses Jahr noch raus. Mega. Also Weihnachten 2020. Ja, aber Spider-Man ist auch erst 15, 16. Also Peter Parker war ja auch nicht 20, als er Spider-Man geworden ist, original. Deswegen passt der Tom Holland da so gut. Weil das ist eigentlich der richtige, ja, ist er nur, das weiß ich nicht, auch für PS4. Weil das ist ja der richtige Spider-Man eigentlich. So vorlaut, Junge. Avalanche. Magic. Also PS5 exklusiv, nicht PS4. Ja, im Original muss er irgendwie 14, 15 gewesen sein. Ja. Harry Potter? Okay, jetzt hab ich gar nicht auf dem Schirm, dass ein Harry Potter Spiel kommt. Auch so 1800er. Wie geil ist das denn? Und ja, ich bin ein kleiner Harry Potter Fan. Every corridor, every portrait, every stone in this castle tells the story. Witches and wizards who came before. Here you will meet lifelong friends and grow into your own magical abilities in the classrooms of the world's most talented professors. And while your journey begins at Hogwarts, brewing potions, taming fantastic beasts. Aber schön, dass sie da ein eigenes, ja, Anführungszeichen, Universum machen und nicht mit den bekannten Figuren. A world filled with dangers you can't yet imagine. An ancient knowledge long gone from this world. Okay, da können die sich ja austoben. Das ist ja. Strange and mysterious talent you possess may be the key. Da können die sich ja austoben. Die können ja da alles machen. Da gibt's ja keine Limits. Wie wo du woanders sagst, hey, das ist unrealistisch. Da können die alles machen. But what form will it take? The journey ahead. Ja, genau, wenn die das Potenzial ausnutzen. Hast du ja eben gesehen mit den Brücken und alles. Und mit der Wand, die da aufgeht. Bei dem Universum. The Legacy of Hogwarts. Podkey Games. Life's Unwritten 2021, okay. Ja, mit Warner Brothers und Avalanche, das wird gut. Zeigen Sie was zur PS5. Ja, eben. Es könnte richtig geil werden. 30 Minuten bis 40 Minuten. I'm Dan Vondrak, Creative Director at Raven. One of our goals as developers is to bring the game world to life unlike anything you've ever experienced, and the PlayStation 5 is making that happen.
With the power of the new console, we've been able to significantly enhance the overall experience. From what you see in the world, how it feels in your hands, to what you hear around you. In Black Ops Cold War, you will be transported to the year 1981, in the middle of one of the most dangerous times the world has ever known, the height of the Cold War. The following is a portion of the first campaign mission, where you've been given the name of a high-value target linked to the Iran hostage crisis. But in true Black Ops style, nothing is as it seems. Take a look. Ist auch schon bald wieder Beta bei von Call of Duty. Kasim is out of the picture. How long before we get Arash? The team arrived in Turkey a few hours ago. They should be in position shortly. Ja, werde ich definitiv noch spielen. COD. Allein schon Singleplayer mag ich ja. Airfield's just up ahead. Let's go find this shithead. Priority is to ID Arash before things go hot. Spieler sind 80ern oder was? 70er, 80er. Ich fand ja das letzte auch nicht schlecht, muss ich sagen. 82, ja. Dass du immer weißt, Vincent. Froh, dass du da bist. Ja, mich interessiert auch, wie sie den Warzone-Modus integrieren. Ich denke mal, das werden sie da auch wieder rein integrieren. Oder sie werden Warzone separieren, also das als eigenes Spiel machen. Naja, auch geben wollen sie ja nicht. Bis Mr. Camp kompetent. Ich weiß nicht, warum diese Lags immer kommen. Schöner Pornobalken. Vorbei. War aber auch ein ganz schön schlechter Sniper-Schuss. Tschüss. Das ist immer so unrealistisch. Du läufst auf sie zu und die schießen auf dich die ganze Zeit und nichts passiert. Kommt wieder eine Stunde Startbahn. Ja, muss man gucken, das ist PlayStation Gameplay. Ja, nee, ist klar. Wie lange ist die Stadtbahn? Bei Fast and Furious war das doch mal, wo die irgendwie 20 Minuten auf einer Stadtbahn gekämpft haben. Was Flugzeug die ganze Zeit beschleunigt hat. Ich werde das definitiv holen. Achtung! Ja, genau. Die haben es auf der gleichen Stadtbahn gedreht. Typ sieht aus wie, wer ist der hier? Ach, aus Fight Club, Brad Pitt, der Blonde. We hope you enjoyed that sneak peek at the campaign for Black Ops Cold War. There are many more twists and turns along the way as you begin to unravel the truth, and we can't wait for you to play it soon. In addition to the story campaign, Cold October, War features the next generation of multiplayer Anfang online October combat ist, and an all-new awesome zombies experience.
Today, I have a special honor to announce on behalf of my friends at Treyarch that the PlayStation community doesn't have to wait to play multiplayer. Starting this Friday, PlayStation players will be able to play the multiplayer alpha exclusively on PlayStation 4. And for those of you that are watching at home on your PS4, you can preload the experience starting tomorrow. We can't wait to see you online Friday and through the weekend. Enjoy the rest of the show. Aber ich glaube nur, du kannst es dieses Wochenende nur spielen, wenn du vorbestellt hast. Ach, wie sie die ganze Zeit die Konsole immer anteasern. Chris? What the hell? Take him away. Final Fantasy? In life and in death, we give glory. The bell tolls for us all. Yeah. PC 8, ja. Coming again. Glaube ich auch. Ach, nicht Final Fantasy. Sorry, Vincent. Ich meinte Resident Evil. Nein, sorry. Ich bin im Moment nicht ganz bei mir. Übelst Kopfschmerzen. Klar, dass das nicht Final Fantasy ist. Das war ja auch vorhin Final Fantasy 16. Quit being so paranoid. Sorry. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father. Aber es war ja schon angekündigt, dass ein neues Resi kommt. But the forest greeted them with a dark. Ich habe keins von den anderen fertig gespielt. The bush is empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free of mother's grasp and vanished into the trees. Ja, aber es war ja schon angekündigt, deswegen das ist klar, dass das ist. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on over vine, under branch, and into the forest deep. Ja, ich muss die Remakes nochmal spielen und im 7. It's just a local tale. Kann man ja eigentlich gut an einem Tag wegspielen. Village? Doch kein. Ach doch, okay. Wollte schon sagen. If it's just looking, window shop away. 2021, okay. Wahrscheinlich März, April rum. Ja, aber ihr wisst ja, ich bin nicht so der Horrorspieler. Der Deathloop. Ja, ist auch schon bekannt. You want out of a time loop? You gotta learn how it works. Black Reef is a puzzle, and each visionary is a different piece. Here's Igor. I am a respected scientist. I've done so many loops, I've learned to run circles around him. Ich werde es mir nicht holen wahrscheinlich, also. Also mich interessiert es jetzt nicht, erstmal, es sei denn, da kommt jetzt noch ein mega. Aber ist das PvP? PvP, oder? I've tried taking my targets out one by one, more than I can remember, but there is never. Diese Lecks nerven mich so. Another lives, because right now, half an island away, a different visionary is throwing his nightly cannibal masquerade.
Alexis Dorsey. Everybody shut up! This is my jam. Igor's a big fan, yet somehow he never makes it to the party. Something keeps him home. Colt, you there, buddy? Here's the invite to the party. And here's why Igor blew it off. He made some kind of scientific breakthrough that morning. I did it! I did it! It works! That he makes every morning. Unless I get there first. No experiment. No breakthrough. No reason for Igor not to drink his disappointment with Alexis. Now I got a shot at killing them both at the same time. In the same loop. Targets on my list. Every one of them with grand plans for eternal life. To break the loop, I gotta break the rules. Clock's ticking. And you just ran out of time. You keep forgetting, Colt. I'm not like those other idiots. Only got one name on my list. Yours. Ich weiß, dass es rauskommt. Ich habe mich da noch gar nicht mit beschäftigt. Das ist jetzt auch nicht so interessant für mich. Auf meinem Monitor haben gerade zwei Fliegen 6. Suppi. Da ficken gerade zwei Fliegen bei mir auf dem Bildschirm. Capcom, aber gelb that Capcom? Day, if our positions were switched, would our fates be different? Would I have your life and you mine? You a demon? David, okay. Hast du überlegt? Das kenne ich auch, oder? Ist ja eigentlich auch so mein Spiel, dieses Hack and Slay mit Darksiders, alten Gott Vorurteilen. Ja. Die haben doch vor kurzem erst. Welchen Teil haben die denn vor kurzem? Erst vor kurzem remastered von Devil May Cry. Wie war das Devil May Cry? Die Musik ist cool. Rest in peace. Jetzt dein Moment wieder. Die Musik. Leiser machen, ich noch halt Schmerzen gerade. Ne, es war nicht Devil May Cry, was er gemacht hat. Es war. Wie heißt das andere Spiel mit dem. Mit dem Penis, mit dem Dildo. Baseballschläger? Devil May Cry. Ich bin im Moment komplett. Available Digitally at Launch. Okay, cool. Also ein Launch-Titel. Sorry Leute, wie gesagt, ich hab. Jetzt Kopfschmerz. Ich mache danach aus. Ich bin echt fertig. Moment. Saints Row, danke. Genau, Saints Row haben sie gerade gemastert. Fand ich auch lustig.
Didn't those fugitive morons burn down their own hideout? It sounds idiotic, but that's exactly what it looks like. Bad Quama for burning down my farm. Hi, I'm Lorne Lanning, creative director of Oddworld Soulstorm. And we're excited to bring you an all-new exclusive trailer from the game. Here, our unlikely hero, Abe, finds himself fresh off the back of freeing his people from the nefarious Rupture Farms. He thinks the journey is over, but soon discovers it has only just begun. The stakes are higher, the threats are larger, the obstacles are more devious, and it's all made possible by the power of PlayStation 5. Enjoy. Damit bin ich auch nie warm geworden. We are not letting that ape guy get away from us again. Wait here. Hey, why the hold up? I could go for a sandwich right now. Well, we gotta get out of here. Come on, let's get out of here. My tummy's growling. I'm hungry. Stop. Alter, bin ich fertig, ey. Leute, macht mal hin jetzt hier. Your friends are worried about you. They're here with me. Please come out. Gregory, I may have lost my temper earlier, but it was just a glitch. It won't happen again. Was zum Teufel? It's been such a difficult day for all of us. Why don't you come out and we can play a game together? Was zum Teufel? It won't happen again. Was ist das? Das ist aber auch eine bekannte IP. Setting kurz wäre auch bekannt worden. Gregory, be still. Kein neues I think she's found us. Bioshock, oder? Five Nights at Friday. Okay. Ich glaube, die haben die gleichen Animationen genommen, als wie also die PlayStation vorgestellt haben, also die sie erstmalig offiziell gezeigt haben. Ja, Horrorspiele, da kriegst du mich nicht so mit. PlayStation Studios, also PlayStation exklusiv. Japan Studio. Let strength be granted so the world might be mended. Blue Point Games. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world might be mended. Die wird jetzt ganz zum Schluss kommen. Was ist das? Demon's Souls? Wir wollen ein Remastered von Demon's Souls, soll ja kommen. Da kommt ja. Das ist das, ja, okay. Oder neues Plattform. Das ist ja halt gar nicht mein Spielprinzip. Demon's Souls.
Ja, ich kann mir die ganzen Spielen, Surge, Demon's Souls, Bloodborne, Dark Souls kann ich gar nichts anfangen, Sekiro, Dark Souls Spiele, Dark-like, oder wie heißt das, Dark Souls-like? Bin ich einfach zu schlecht für. Ich spiele lieber weiter Minecraft. Wobei das auch mal eine Herausforderung wäre dann für den Stream, wo man so wirklich sich hinsetzt, wochenlang und wirklich stundenlang versucht, einen Boss zu legen. Das machen ja manche. Die brauchen dann wirklich 2-3 Tage, um einen Boss zu legen. Das ist aber eine Remastered, guys. Das ist kein neues Spiel. Schläge. Ja, mach das mal. Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht weiß, was sagen. Also, das andere macht keinen Sinn. Darf ich das morgen? Auch nicht wirklich. Also, da bin ich bei dir, Vincent. Weißt du, Zero Dawn, hätte ich gerne noch was besser was gesehen. Okay, das wird es definitiv nicht sein. Fortnite? Ja. Das Spiel ist aber auch schon relativ tot jetzt, oder? Ich jetzt Tage mit einem drüber unterhalten, der meinte, das ist wohl... Was? Ich hab auch keinen Bock, auch noch einem Singleplayer zu schwitzen. Was? Junge, schreib mal Deutsch. Oder schreib so, dass ich's verstehe. Das Gelb her. Achso, das ist. Das ist kein Bock mehr noch. Ja, doch, aber Singleplayer schon. Gott davor. Bloodborne. Okay, achso, das ist alles, was du auf der PS5 spielen kannst. Dann. Hat Gott schon Hoffnung, dass er ein neues God of War ankündigt. Until Dawn. My name is Marcus. My name is Kara. My name is Connor. Hello. Krass, das sind noch Battlefield 1 für und Infamous Second Son, oder sind das... Zeigen die gerade PS4 Spiele, exklusive Spiele? Nee, Battlefield 1 war nicht exklusiv. Hä? Was ist das?
Ethan. Release my grip. It's time. Sind ja keine PlayStation-Exklusivspiele da. Also einige ja, aber. Okay. Ah, krass. Kannst du alle bei PS5 Launch sofort runterladen. PlayStation Plus Collection coming on PlayStation. Oh, das ist ja cool. Muss man die dann nur extra kaufen oder kann man die dann einfach runterladen, wenn man sie schon mal hat? Die meisten davon habe ich ja schon. Ich weiß immer noch nicht, ob ich mir die mit Laufwerk oder ohne Laufwerk kaufe. Aber mit Laufwerk gefällt mir einfach optisch nicht. Ne, du kannst es dann. Entschuldigung, du kannst es auf der PS5 spielen. Also es wird jetzt nicht mehr explizit nochmal rauskommen, was ich dir kaufen muss, aber wenn. Du kannst es ja dann auf der PS5 spielen, wenn du es auf der PS4 hast. Das sind die Preise, Leute. Hier noch, ehrlich gesagt, 400. 19. November. Ja, wie gesagt, 400 ohne, 500 mit. So now you know. Thank you all for joining us today and for being part of this amazing journey. It's your passion as fans of gaming that drives us to deliver a truly new generation of experiences on PS5. From everyone at PlayStation, we appreciate your continued support and we look forward to you getting your hands on PS5 very soon. To close, let me leave you with one more quick look. Near. Oh Gott, auf war. Sind Sie euer Ernst jetzt? Nee, das ist Gott, auf war. Ja, schon die Musik. Ich hab gerade SMS, ich hab grad WhatsApp geschrieben und höre nur die Musik. You must prepare yourself. Ja, Herr Vincent. Ich hab's gerade in meinem Arm ausgeliehen, der jetzt zockt's gerade. Naja, Gott of War dreht sich halt in dieser Mitte. Das wird wundert mich nicht. Ja, war interessant. Waren weitere schöne Sachen dabei. Also gerade Spider-Man. Hätte ich gerne. Ja, ich hätte die auch gerne lieber in Schwarz, muss ich sagen. Weiß ist jetzt nicht so. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, ob ich sie mir zum Release vorbestelle oder ich noch warte, was da so kommt. Vielleicht hole ich mir auch einfach die 400 Euro dafür.
Yep. Ja. Gut, davon haben wir jetzt gar nichts gezeigt. Also Preis war ja eigentlich abzusehen. Ich muss mir das mal überlegen. Dreiviertel Stunde ging das jetzt.